Guten Morgen und willkommen zum Gospel Loft heute Morgen. Wir kommen zum 24. Teil unserer Exposition im Kolosserbrief. Und wir wollen lesen vom 3. Kapitel und Vers 15. Der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leibe, regiere in euch oder in euren Herzen und seid dankbar. Und der Friede Christi regiere in euren Herzen. Wir werden durch Personen und durch Dinge regiert, ob wir es wahrnehmen oder nicht. Aber auch hier haben wir die Macht der Entscheidung. Es sind die Einflüsse der Umgebung, die oft zulassen, dass wir vor allem gedanklich regiert werden, weil wir zu faul sind, unsere eigenen Meinungen zu formen. Paulus stellt vor, dass wir durch den Prinz des Friedens regiert würden, anstatt durch den Prinz dieser Welt. Und hier wollen wir gleich etwas lesen darüber von Propheten Jesaja, der hunderte Jahre vorher, vor Christus schon, gepredigt hat darüber oder geschrieben hat darüber. Jesaja 9 und Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friede, Fürst. Wir wollen deshalb Jesus Christus in uns walten lassen, zu unserem Besten, denn es steht ja geschrieben. Alle Dinge wenden sich zum Besten für jene, die Gott lieb haben. In dieser Welt gibt es keinen Frieden. Wir werden hin und her gerissen durch die Wogen der Geschichte. Und die Menschheit gleicht einem schäumenden Meer, ohne Ruhe zu finden. Ein Volk steht auf gegen das andere, Mann gegen Mann, Mann gegen Frau, Frau gegen Frau, sei es im geistlichen, wirtschaftlichen oder politischen Bereich. Die Zeit ist böse und jeder schaut für sich selbst. Was können wir tun? Ja. Die Antwort liegt am Ende unserer Bibel, ganz am Ende Offenbarung 22 und Vers 20. Da steht geschrieben, es spricht, der dies bezeugt. Ja, komme bald. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Da liegt die Antwort. Komme bald, komm, Herr Jesus. Bring Frieden mit, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leibe. Wir sind berufen, das Wort Gottes zu beachten, berufen zur Reue und zum Gehorsam, zur Taufe und zur Predigt. Unsere Berufung ist auch von himmlischer Art und spricht von einer Bürgerschaft weit über dem Kosmos. Da ist aber auch eine Berufung in der Gemeinde Christi für jedes Mitglied. Eine Berufung in Position und Dienstlieferung. Und das alles in Jesus Christus. Und hier möchte ich gerne etwas lesen, das das Ganze befestigt. 2. Petrus Kapitel 1 und Vers 10, da steht geschrieben, darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Unser Leben sollte eine oder unsere Berufung in Gott widerspiegeln. In allem, was wir tun und in allem, was wir denken. Auch unser weltliches Benehmen soll ein Zeugnis unserer Angehörigkeit in Christus widerspiegeln. Da ist nur ein Leib Christi auf Erden. Und es ist nicht eine organisatorische Denomination oder Konfession. Davon gibt es hunderte. Gott anerkennt solche Zusammenfügungen eigentlich nicht. Wir müssen aber sicher machen, dass wir die Voraussetzungen, dem Leib anzugehören, erfüllen und im Buch des Lebens eingetragen sind. Ein Katholik zu sein oder ein Methodist oder Calvinist oder Baptist oder Anglikan, Charismatiker, das bringt uns nicht in den Himmel.
Nein, diese Ungehörigkeiten bringen uns etwa gleich in den Himmel wie die Mitgliedschaft eines Fußballclubs. Und doch hangen die Menschen diesen Organisationen an, verzweifelt und mit der größten Angst, den Himmel zu verpassen. Die wahre Angehörigkeit zum Leib Christi steht viel höher als die Konfessionen dieser Welt. Die Frage ist, was muss ich machen, was muss ich tun? Ja, wir suchen uns einen Ort aus, wo das Evangelium Jesu Christi gepredigt wird. Und dadurch uns zu einem Ort führt, wo wir unsere Sünden bereuen vor Gott, damit wir eine Wiedergeburt erleben können. Und dann sagt Paulus auch, und seid dankbar. Dem Herrn Danke zu sagen, sollte den Hauptteil unserer Konversation mit Gott ausmachen. Ein dankbares Herz behält den Segen und hält die Gemeinschaft mit Gott aufrecht. Wer Danke sagt, der wird wieder beschenkt. Ja, und während die undankbare Seele die Quelle versiegen lässt. Wir lesen in den Psalmen, dass durch Danksagung die Türen sich öffnen und wir eingeladen werden, Einzug zu halten ins Innere des Tempels. Da gibt es keinen besseren Ort, denn da wohnt Gott. Und Vers 16, da lesen wir, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Paulus weist hier auf die Lehre Christi hin, während seines weltlichen Aufenthalts. Ich mag eine Bibel, wo die Worte von Jesus in Rot gedruckt sind. Es gibt uns ein klares Bild von dem, was Jesus direkt sagte, denn es kommt direkt aus seinem Munde, aus dem Mund Gottes. Die Apostel und Propheten haben das Fundament unserer Lehre festgelegt, während Jesus den Eckstein unseres Daseins und unseres Glaubens darstellt und alles zusammenhält in seiner Hand. Wir haben früher unsere zwei Fähigkeiten erwähnt, nämlich zu glauben und zu denken. Wenn wir beide Maße mit dem Wort Gottes füllen, sind wir die glücklichsten Menschen auf Erden. Ein volles Maß des Glaubens versetzt Berge. Ein volles Maß von gesundem Denken erfreut unsere Seele und unser Dasein. Wir lesen in Epheser Kapitel 5 und Vers 1, so folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder. Wir wandeln im Beispiel Christi und ahmen ihm nach, wie die Kinder ihre Eltern oder ihren Eltern nachahmen. Es wird zu unserer Lebensausbildung, welche kein Ende nimmt. Bis ans Ende unseres Lebens. Wenn wir tun, wie Jesus tat, sind wir auf dem richtigen Weg, weil er der richtige Weg ist. Für 3,5 Jahre versuchte er, seine Generation zu lehren. Die 4 Evangelien sollten deshalb tun für uns dasselbe, was damals seine Worte an seinen Jüngern oder an seine Jünger bedeuteten. Ja, die Weisheit Gottes ist dort für uns verankert. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit, steht da geschrieben. In Zeiten von Trübsal und Verfolgung lehren wir bald, dass wir einander nötig haben. Auf allen Ebenen, sei es geistlich oder materiell. Wie wir uns dem Ende dieses Zeitalters nähern, wird es offenbar werden, dass wir uns gegenseitig mehr und mehr nötig haben. Wenn die Welt gegeneinander ist, sollen die Gläubigen füreinander sein. Unsere Generation im Westen
hat noch kein Trübsal erlebt in den letzten 80 Jahren, wie das vielleicht in Afrika der Fall ist. Und wir glauben, dass sich auch nichts verändern würde. Und doch hören wir Kriegsgeschrei nicht weit entfernt von uns. Die Bibel aber sagt, eine Trübsal an, wie sie es noch nie gegeben hat. Es wird da gesprochen von einem wirtschaftlichen Chaos und Einsturz, welcher den Gütern und dem Geld allen Wert entnehmen werde. Ich wünsche mir, dass die Menschen ihre Ohren aufmachen würden, wenn der starke Engel mit lauter Stimme ausruft: Geh hinaus, mein Volk, von ihr, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfängt von ihren Plagen. Hier wird gesprochen von unserem babylonischen System. Offenbarung 18 und Vers 4. Wie viele Male müssen wir diesen Text noch wiederholen, bis er uns einholt? Diese Worte sind gerichtet an die gläubige Gemeinde, mein Volk, die sich in einer Komfortzone der weltlichen Wirtschaft befindet. Wir vertrauen dem System mit unserer Pension, unseren Versicherungen, unseren Banken, unseren Arbeitgebern etc. Und wenn der Strom ausfällt, sind wir in der größten Panik, weil der Geldautomat und die Kasse im Supermarkt nicht mehr arbeiten. Stellt euch vor, wenn alles einfach ein Ende nimmt und nichts mehr Wert hat. Vielleicht erinnern wir uns dann an die warnenden Worte Gottes. Und vielleicht verstopfen wir unser Gehör wieder, wie es die Leute zu Noahs Zeiten taten und die Flut sie alle wegnahm. Und das Wort Gottes spricht darüber, es wird wieder sein wie zu Zeiten Noahs. Dann kommt etwas Positives. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar. Wenn Trübsal sich nähert und unsere Herzen uns versagen wegen großer Angst, gibt es eine Medizin, welche solches heilt. Wir machen Gesang in unseren Herzen und stimmen ein Loblied an. Wir suchen die Gemeinschaft der Heiligen in trüben Tagen, wo wir in Jesus Christus unser Heil finden. Sind wir auch allein und verlassen in der Welt, gibt es kein besseres Mittel als geistliche Lieder dem Herrn zu singen. Und dann fühlen wir uns, wie Jesaja es prophezeit hat, Kapitel 40 und Vers 31. Aber die auf den Herrn warten oder auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Nirgends finden wir mehr Mut und Aufrichtung als in Jesus Christus. Die ganze Welt ist auf der Suche und findet keinen Frieden, obschon Gott an ihre Türe klopft. Mohammed kann ihnen keine Freude geben, der Papst oder die östlichen Gurus noch weniger. Ja, sie machen nur leere Versprechungen, denn sie kennen das Lied des Lammes nicht. Bis zum nächsten Mal. Gott segne euch.